Beispiel. Ich mag eher so skurrile, merkwürdige Klänge. Also mir ist Fantasie vor allem total wichtig. Die Farben sind mir sehr wichtig. Es muss irgendwie spannende Farben haben. Es muss klanglich eine Persönlichkeit entwickeln. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die dazugehören. Einerseits gute Ideen zu haben und andererseits zu wissen, wie man sie zu Papier bringt. Das ist der Job. Was ein Umfeld ich brauche. Was nervt, ist, wenn jemand Musik macht. Aber so, wie gesagt, ich komponiere schon überall. So. Und wenn es erstmal auf den Noten ist und das ist halt das größte Erfolgserlebnis, ist halt, man hat eine Probe und die spielen ein Stück vor und es klingt wirklich so, wie man es sich vorgestellt hat. Und nicht, man muss nicht erst 100.000 Dinge reparieren, die man nicht so ganz genau aufgeschrieben hat. Ich sage am Anfang natürlich immer, du musst es unglaublich genau spielen. Machst eine Fermate, spielst der Body und dann gibt der Dirigent. Und dann, wenn sie es wirklich ziemlich genau können, sage ich, und jetzt mach es so, wie du es gerne machen willst. Weil ich will, dass es lebendig ist. Und es wird nur dann lebendig, wenn der Interpret nicht total in den Noten hängt und unglaublich leidet, weil er es nicht hinkriegt, sondern weil er einfach Musik damit machen kann. Es ist ein sehr anderes Erlebnis als irgendwie Big Band Proben oder Combo Proben, die man sonst macht, weil es einfach vom Lesen her sehr, sehr viel anspruchsvoller ist und einfach in kein normales Schema passt, in dem man sonst spielt. Das gibt leider unglaublich viele super Musiker, die halt Maschinen, die alles spielen, aber das nicht, da habe ich lieber jemanden, der es nicht so perfekt spielt, aber der einfach die Botschaft rüberbringt. Ne? Weil ich will ja im Endeffekt eine Botschaft rüberbringen und nicht nur eine mathematische Formel. Man denkt immer, so ein Künstler muss verrückt sein. Es ist aber auch natürlich wirklich der Fall, dass es viele Komponisten gibt, die ein bisschen verrückt sind. Man kommt sich manchmal so vor, dass ich bin jetzt der Einzige, der hier keine Therapie macht. So. Es ist schon so, auf jeden Fall. Aber ich mache keine Therapie. Diese Klänge erfüllen ja einen Zweck, sag ich mal, erstmal. Also schon deswegen sollte man gar nicht sagen, ob man das schön oder den Klang jetzt schön findet, wenn man irgendwas Furchtbares ausdrücken will. Kann man das einfach nicht mit einem Dur-Akkord irgendwie, dann muss man irgendwie schon zu anderen Mitteln greifen und dann kann das schon furchtbar klingen. Und dann hat das aber den Ausdruck, den Benjamin da wollte. Aber was ist schon verrückt? Natürlich habe ich komische Ideen oder vielleicht Ideen, die nicht der Norm entsprechen. Aber darum geht es ja auch irgendwie so ein bisschen. Das ist ja quasi, dafür interessiere ich mich ja, Dinge zu erschaffen, die verrückt sind, weil sie halt nicht der Norm entsprechen.